This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 46. Lesung des Buches Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition. So interessant das auch scheint, dieses Buch. Es geht hier nur um die Organisation und den Ursprung. Die wirklich krassen Dinge kommen eigentlich noch in den anderen beiden Bänden, die ich irgendwann in der ferner Zukunft wahrscheinlich mal lesen werde, so Gott will. In der Zwischenzeit beschäftigen wir uns aber nur mit dem Ursprung und der Organisation der Inquisition. Wir sind letztes Mal verblieben auf Seite 582 in dem Buch. Und das Buch geht im Grunde noch durch bis Seite, ich habe gerade eben noch geguckt, da war der Anhang. Da fängt der Anhang hier an, Seite 627. Also wir haben weniger als 100 Seiten noch zu lesen, aber nicht getrauert. Ich mache noch andere Lesungen hier nach, sobald ich hiermit durch bin. Da brennt es mir schon unter den Nägeln. Und ich habe dieses Mal auch wieder gewählt, eine normale Lesung zu machen und die Bilder dann einzukleben. Also videomäßig ist es vielleicht nicht ganz so interessant, aber auf jeden Fall ist das Thema das, was wir hier lesen, immer noch über das Urteil, also das ganze Kapitel heißt ja das Urteil. Und wir gehen in die nächsten kleinen Dinge rein, aber wir sind immer noch bei Bestechung und Erpressung. Da sind wir im Augenblick hängen geblieben. Und ich gehe nochmal eben einen Absatz zurück, um uns wieder ein wenig einzulesen. Also mit anderen Worten, wir hätten eigentlich auf Seite 534 oben beginnen müssen. Ich beginne nochmal bei dem ersten vollen Absatz auf Seite 533. Bestechung und Erpressung ist halt das Unterthema in dem Titel, in dem Kapitel, das Urteil. Dieses Verfahren, Entschuldigung bitte, dieses Verfahren aus den Urteilen der Inquisition Geld zu machen, musste notwendigerweise zu weitgehender Bestechung führen. Um zur Bürgschaft zugelassen zu werden, bedurfte man den guten Willen des Inquisitors.
Nun war aber dem freien Ermessen desselben ein so weiter Spielraum eingeräumt, dass er nichts riskierte, wenn er Bestechungen annahm. Man kann nicht erwarten, dass ein so geheimes Verbrechen, wie diese Form der Erpressung es war, Spuren zurückließ, außer in solchen Fällen, wo es vergebens ausgeübt wurde. Tatsächlich sind nun genügend Beispiele der letzteren Art vorhanden, die beweisen, dass die Inquisitionsgerichte von Männern umgeben waren, welche aus dem Einflusse auf die Richter ein Geschäft machten. Mochte dieser Einfluss nun ein wirklicher oder nur ein vorgeblicher sein. Waren die Richter unbestechlich, so wurde das Geschäft mit mehr oder weniger Erfolg unterdrückt. Waren aber auch sie habgierig, dann stand ihnen ein weites Feld für unlauteren Gewinn offen, der ohne Maß und Ziel den der Inquisition unterworfenen Völkern sowohl durch Bestechung als auch durch Erpressung abgerungen wurde. Wenn man bedenkt, dass jeder, der über 7 Jahre alt war, ja, 7 Jahre, wenn man bedenkt, dass jeder, der über 7 Jahre alt war, schon durch die einfache Tatsache der Vorladung dem untilgbaren Verdachte der Ketzerei anheimfiel, so wird man verstehen, wie reiche Gelegenheit zur Befriedigung der Habgier dem Inquisitor ebenso wie seinen Spionen und Vertrauten geboten war, mochten sie mit der Befreiung von der Verhaftung oder mit der aus der Gefangenschaft ein Geld machen, ein Geschäft machen. Ein Geld machen ist dasselbe, Geschäft steht hier. Dass diese ergiebigen Quellen des Gewinns nicht reichlich benutzt worden wären, würde nicht glaubhaft sein, selbst wenn es gar keinen Beweis dafür gäbe. Tatsächlich sind aber genügend Beweise vorhanden. Nun muss ich nochmal eben zufügen, hier sind genügend Beweise vorhanden, was wir gerade eben gelesen hatten. Auf der Seite davor sagt der Autor auch, tatsächlich sind nun genügend Beispiele der letzteren Art vorhanden, also auch Beweise. Es gibt genügend Beweise dafür, wie die Inquisition in der Vergangenheit wirklich funktioniert hat. Und da möchte ich nochmal kurz auf das zurückkommen, was ich letztes Mal ja, glaube ich, angesprochen hatte, dass die römisch-katholische Kirche heutzutage ja behauptet, durch die Inquisition seien höchstens ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen zu Tode gekommen. Das war alles gar nicht so wild. Und über die Beschlagnahmung, die Konfiskationen und solche Sachen, da sprechen wir wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht drüber. Das wird nachher noch ein großer Teil dieses Kapitels sein, über die Konfiskation. Die Konfiskation im römischen Recht nämlich. Ja? Wird ganz interessant. Ich will nur damit sagen, lasst euch nicht von anderen irgendetwas anderes erzählen. Der Henry Charles Lear hat dieses Buch so wahnsinnig gut recherchiert. Ich habe gerade noch mal geguckt, hinten ist ein Anhang drin von knapp 20 Seiten. Leider kann ich den nicht lesen, weil das alles in Latein ist. Wenn jemand Latein kann, kann er sich das PDF-Buch hier besorgen und kann vielleicht mal versuchen, einige Dinge zu übersetzen. Ich habe in der Vergangenheit keine gute Erfahrung gemacht mit Google Übersetzer, um Latein zu übersetzen. Aber über 20 Seiten Anhang, wo er im Anhang hier einmal schreibt über Argumentare der Katharer für die Rechtfertigung ihrer Ansicht, dass das Alte Testament dem bösen Prinzip zuzuschreiben ist. Und danach dann zum Beispiel Antichrist Gregor X. öffnet eine bischöfliche Inquisition an in 1234. Clemens IV. Entbindet die Inquisitoren von dem Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten. Eugen IV. An den Erzbischof von Narbonne und seine Suffragane über einen Konflikt mit den Inquisitoren. Und das ist alles dokumentiert. Da steht bei, in welchen Archiven man das findet, in welchen Dokumenten in dem Archiv. Und so geht das die nächsten 20 Seiten durch. Neben den ganzen Fußnoten, die ich euch vorher bereits vorgelesen habe. Also dieses Buch ist unglaublich gut dokumentiert. Die Inquisition ist wahnsinnig gut dokumentiert. Es sei denn natürlich, man glaubt den oberflächlichen Abstreitungen des Antichristen dieser Welt, der meint, die Kirche sei arm und auf eure Spenden angewiesen, dabei ist sie die reichste Institution dieser Welt, zusammen also mit dem Vatikan, dem Staat Vatikan. Oder sie will nur das Gute in dieser Welt. Ja? Oder der Papst ist wirklich der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Wenn man diesen ganzen Blödsinn glaubt, ja, dann muss man auch diese Sendung im Grunde gar nicht weiterverfolgen. Aber wenn man auch nur den leisesten Zweifel daran hat und man beschäftigt sich neben meiner Lesung dieses Buches selbst mit dem Thema, dann wird man feststellen, dass wir in einer solch
unglaublichen Lügenwelt leben, dass alles, was aus der römisch-katholischen Kirche kommt, einfach nicht wahr ist. Und wenn sie heute nach sozusagen zwischen Anführungszeichen Hunderten von Jahren die Inquisition abstreiten, weil die Inquisition findet heute immer noch statt. Ja, die Mittel haben sich geändert, aber der Zweck ist derselbe. Und viele Leute erkennen deswegen die Mittel nicht mehr, aber da sprechen wir in anderen Sendungen genug drüber, wie die Inquisition heute durchgeführt wird oder auch schon die letzten Jahrzehnte oder selbst die letzten 2 Jahrhunderte durchgeführt wird. Die ist nicht tot. Aber wenn die römisch-katholische Kirche nach diesem Verlauf in dieser Zeit jetzt meint, das alles abstreiten zu können, gut und schön, könnt ihr gerne glauben. Aber wenn ihr euch mit den wahren Dokumenten, mit den wahren Beweisen über diese Inquisition beschäftigt, dann werdet ihr feststellen, dass alles nur von der römisch-katholischen Kirche Lüge ist und dass die Wahrheit noch viel schlimmer ist, als ehrlich gesagt in eurer schlimmsten Vorstellungskraft überhaupt hätte wahr sein können oder dürfen. Ja, das musste ich mal kurz einfügen, weil es fasziniert mich immer wieder, wenn ich die Fußnoten sehe, die der Autor hier zufügt, wenn ich den Anhang sehe, den ich gerade geguckt habe. Leider, ich kann ihn wie gesagt nicht lesen, es ist Latein und ich kann kein Latein. Aber wer von euch Latein kann oder ein sehr gutes Übersetzungsprogramm dafür hat, der kann ja das PDF-Buch sich mal nehmen und kann im PDF-Buch sich den Anhang mal anschauen, weil ich nehme an, dass der hier in dem PDF-Buch genauso drin ist wie in dem gedruckten Buch, das ich habe. Ja, ist hier auch drin. Der Anhang hier auf Seite 639 zum Beispiel. Also, das kann man sehr gut raussuchen. Aber wie gesagt, da geht es um Dinge, die, ja, die ich so nicht verstehen kann, weil ich halt kein Latein kann. Gut, ich wollte auch nicht zu weit abschweifen. Ich wollte nur mal eben sagen, wenn wir hier in diese Dinge reingehen, wir gehen ja jetzt gerade auch in das Finanzielle ein bisschen rein. Wir gehen in Bestechung, Erpressung, Konfiskation. Wir gehen in Abkaufen, Umkaufen, Erkaufen und so weiter rein. Die römisch-katholische Kirche ist die reichste Institution auf dieser Erde. Und unter anderem das Buch The Vatican Billions von Avro Milhetten zeugt davon. Das Buch gibt es nicht in Deutsch, meines Erachtens, aber wer ein wenig Englisch kann, der kann das Buch gut verstehen. Und wer noch ein wenig mehr Englisch kann, der muss es gar nicht mal selbst lesen, der sollte sich die Sendung anhören von Tom Fress auf Inquisition Update. Ich lade das Buch im Augenblick, also wir sind jetzt heute den 24. Februar 2023, lade ich das Buch auf BitChute immer noch hoch, hat eine eigene Spielliste im Moment. Rich Church, Poor Church, Vatican Billions bei Avro Milhetten, read by Tom Fress. Und dann kann man sich das sowohl ansehen, man kann das Buch lesen, weil ich mache das Buch, was er liest, in der Zeit, wo er es liest, mit ins Bild, wie in dem letzten Video hier. Und man versteht viele Dinge in Englisch auch besser, wenn man es gleichzeitig lesen kann und wenn die Erklärungen von Tom dabei kommen. Nur ein kleiner Tipp, dass sich man das sehr gerne anschauen könnte. Und hier lichten wir nur einen ganz, ganz kleinen Schleier über den Reichtum und wie die Kirche zu dem Reichtum überhaupt gekommen ist. Unter anderem eben durch Bestechung und Erpressung und Konfiskation. Konfiskation ist ein modernes Wort für stehlen. So einfach ist das. Wenn der Staat etwas von dir stiehlt, dann beschlagnahmt er es, konfisziert er das. Ist aber in der Tat genau dasselbe. So, jetzt fangen wir nochmal an. Oben auf Seite 534. Entschuldigung für den kleinen Ausflug, aber mir erschien das wichtig, das mal eben zu erwähnen. Dass diese ergiebigen Quellen des Gewinnes nicht reichlich benutzt worden wären, würde nicht glaubhaft sein, selbst wenn es gar keinen Beweis dafür gäbe. Tatsächlich sind aber genügend Beweise vorhanden. Im Jahre 1302 schrieb Boniface der Achte, da ist ja ein interessantes Bild in diesem Video über den Boniface des Achten und was er getan hat, abgesehen von Unam Sanctam, an den Dominikanerprovinzial der Lombardei, es seien ihm Klagen über die Franziskaner Inquisitoren von Padua und Vicenza zu Ohren gekommen. Dieselben hätten in ihrer schandlichen Habgier von vielen Männern und Frauen unermessliche Summen erpresst und ihnen jegliche Art von Unrecht zugefügt. Kleine Anmerkung von mir: Wenn dem Papst sowas zu Ohren kommt, dann sagt er nur: Show me the money! Zeig mir das Geld, wo ist die Kohle, das ist meine! Der ist nämlich nicht immer damit einverstanden, dass die Inquisitoren einen Teil für sich behalten.
Aber der Autor fährt fort und sagt: Naiverweise erhebt so dann der Papst den weiteren Vorwurf gegen die Übeltäter, dass sie den unerlaubten Gewinn nicht zum Besten des heiligen Offiziums oder der römischen Kirche oder ihres eigenen Ordens verwandt hätten. Ein Vorwurf, der nur zu sehr den Verdacht nahelegt, dass eine vorsichtige Verwendung des Geldes in vielen Fällen stillschweigende Billigung gefunden haben würde. Antichrist Bonifaz hatte den Bischof Guido von Saint mit der Untersuchung der Klagen betraut. Als dieser sie wohl begründet fand, befahl der Papst dem Provinzial, die Schuldigen durch Dominikaner zu ersetzen. In einer Fußnote steht hier: Diese gegen die Franziskaner gerichtete Verfügung des Papstes Bonifaz des 8. blieb bis 1477 in Geltung, also über 150 Jahre. Alsdann nahm sie Antichrist Sixtus IV. Auf Ersuchen des Dogen Andreas Vendramino zurück und betraute den Franziskaner Giovanni da Clugia mit der Inquisition in Padua und Vicenza. Und das finden wir im Archiv des Vatikan, Sisto 4, Register T, Band 1, Folio 108. Das eben zu den Quellen. Der Wechsel brachte indessen wenig Erleichterung. Denn schon im nächsten Jahr appellierte Mascard de Moscheri, ein Rechtsgelehrter in Padua, an den Papst Benedikt und beklagte sich, dass er von dem neuen Dominikaner-Inquisitor, Bruder Benigno, und zwar lediglich zum Zwecke der Gelderpressung mit Verfolgungen belästigt werde. Im Jahre 1304 musste Benedikt an die Inquisitoren von Padua und Vicenza ernste Ermahnungen richten wegen der Klagen, die ihm über die mit Hilfe falscher Zeugen durchgeführte betrügerische Verfolgung guter Katholiken noch immer zu Ohren kamen. Man kann unter diesen Umständen die Beschwerde der strenger gesinnten Franziskaner verstehen, dass die ihrem Orden angehörenden Inquisitoren in den Städten umherritten, anstatt nach Vorschrift der Ordensregel barfuß zu gehen. Um dieselbe Zeit wurden gegen die Dominikaner von Languedoc genau dieselben Anklagen seitens der ihnen unterstellten Gemeinden erhoben. Rom ließ in diesem Falle lange auf Abhilfe warten. Als sich aber schließlich Antichrist Papst Clemens V. durch eine Untersuchung von der Wahrheit der angeführten Tatsachen überzeugt hatte, veranlasste er das Konzil von Vienne 1311, eine Reihe von Kanones anzunehmen, die auch in das Corpus Juris aufgenommen wurden, also in das römisch-katholische kanonische Gesetzbuch. Corpus Juris ist der Körper der Körper des Gesetzes. Ne? In diesen Kanones wird erklärt, das Amt der Inquisitoren werde häufig dadurch missbraucht, dass man von den Unschuldigen Geld erpresse und die Schuldigen gegen Bestechung entkommen lasse. Hat sich da in den letzten Jahrhunderten in dem Rechtssystem irgendwas geändert? In den Kanones wird erklärt, das Amt der Inquisitoren werde häufig dadurch missbraucht, dass man von den Unschuldigen Geld erpresse und die Schuldigen gegen Bestechung entkommen lasse. Also ich meine, dass sich in den letzten 600, 700 Jahren das Rechtssystem, in dem wir leben, in der Hinsicht überhaupt nicht doll verändert hat. Als Heilmittel, fährt der Autor fort, hiergegen schlug der Antichrist die Exkommunikation ipso facto vor. Hierüber beklagte sich aber Bernard Guidonis, wir wissen ja, das ist einer der Hauptinquisitoren, die wir schon seit langem in diesem Buch besprechen, weil diese Exkommunikation nicht nur die unrechtmäßigen, sondern auch die rechtmäßigen Handlungen des schuldigen Inquisitors rechtsungültig mache. Ein Beweis für den Circulus Vitiosus, das nennen wir heute, glaube ich, wohl den Teufelskreis, in welchem sich all diese Geschäfte bewegten. Und Teufelskreis passt da ja, glaube ich, sehr gut zu. Übrigens entsprach das schließliche Ergebnis weder den Hoffnungen des Papstes noch den Befürchtungen Bernhards. Vielmehr fuhren die Inquisitoren ungestört fort, sich zu bereichern, während das Volk nach wie vor ungemessenes Elend erdulden musste. Das ist doch heutzutage genau dasselbe, oder?
Die Reichen werden immer fetter und wir werden immer ärmer. Im Jahre 1338 ließ der Papst eine Untersuchung anstellen über ein Geschäft, welches der Inquisitor von Carcassonne mit der Stadt Albi gemacht und bei welchem die Gemeinde durch Bezahlung einer Geldsumme an den Inquisitor die Befreiung verschiedener wegen Ketzerei angeklagter Bürger erkauft hatte. Im Jahre 1337 befahl Antichrist Benedikt XII. Seinem Nuntius in Italien, dem Erzbischof von Embrun, die Klagen zu prüfen, welche von allen Seiten Italiens zu ihm drängen, darüber, dass die Inquisitoren aus Hass oder Geiz Geld erpressten, Geschenke annähmen, die Schuldigen entkommen ließen und die Unschuldigen bestraften. Gleichzeitig ermächtigte der Papst den Erzbischof, die Schuldigen abzusetzen, und die Art und Weise, wie der Bischof dem päpstlichen Auftrage nachkam, beweist, wie wohl begründet die Klagen waren. Freilich war die Wirkung derartiger Maßregeln nur eine vorübergehende. Im Jahre 1346 erhob sich die ganze Republik Florenz gegen ihren Inquisitor Piero di Aquila und beschuldigte ihn verschiedener Missbräuche, unter anderem auch der Erpressung. Der Inquisitor floh und weigerte sich während der folgenden Untersuchung zurückzukehren, obwohl man ihm sicheres Geleit angeboten hatte. Ein einziger Zeuge beschwor 60 Fälle von Erpressung. Und in einer teilweise noch erhaltenen Liste derselben schwanken die erpressten Summen zwischen 25 und 1700 Goldgulden. Ein Beweis, wie unermesslich der Gewinn war, den ein gewissenloser Inquisitor machen konnte. Ohne davon natürlich der Kirche ihren Teil zu geben, füge ich hinzu. Villani erzählt uns, dass sich derselbe Inquisitor, die in jener Zeit gewaltige Summe von mehr als 7000 Gulden in 2 Jahren zusammen erpresst habe, obwohl es damals gar keine Ketzer in Florenz gab, und die Vergehen, die sich als so gewinnbringend erwiesen, nur in Wucher und gedankenloser Gotteslästerung bestanden. Nur was den Wucher angeht, so erzählt uns Alvaro Pelayo, dass in jener Zeit die Bischöfe von Toskana selbst das Beispiel gaben, indem sie das Kirchenvermögen gegen Zinsen ausliehen, ohne dass die Inquisitoren es wagten, sich in diese Angelegenheit der Prälaten einzumischen. Was aber die Gotteslästerung betrifft, so zeigt der Bericht des Emericus, wie gewandt ein geschickter Inquisitor aus einfachen Flüchen Gotteslästerungen machen und einfache gotteslästerliche Äußerungen in Ketzereien verwandeln konnte. Zweifellos hat Boccaccio den Bruder Piero im Auge, wenn er von dem letzten Inquisitor von Florenz sagt, er habe, wie alle seine Mitbrüder, ein ebenso scharfes Auge für die Reichen wie für die Ketzer gehabt, und er habe von einem Bürger, der sich rühmte, so guten Wein in seinen Bechern zu besitzen, dass selbst Christus ihn trinken würde, ein schweres Trinkgeld erpresst. Dieser Scharfblick, der zu einer Zeit, wo die Ketzerei abnahm, die Geschäfte des heiligen Offiziums so einträglich machte, tritt auch im Fall der Maria von Karnich, einer Geldwechslerin in Cambrai, zutage, der im Jahre 1403 spielte. In einem vor dem Ordinarius gebrachten Falle äußerte sie unvorsichtigerweise, sie sei, solange sie unter Eid stehe, nicht verpflichtet, gegen ihre eigene Ehre und ihre eigenen Interessen Aussagen zu machen. Deshalb wurde für sie von dem Inquisitor, Bruder Nikolaus von Peron, vorgeladen und zu verschiedenen Bußen verurteilt, unter anderem zu einer 9-jährigen Enthaltung von Geschäften und zu 80 Goldkronen als Gerichtskosten. Hier gehen wir auch wieder in eine Fußnote rein, wo unter anderem steht: Es ist vielleicht bemerkenswert, dass Ripolli beim Abdrucke der Bulle von Bonifaz des 8. vorsichtigerweise die Einzelheiten der von den Inquisitoren begangenen Verbrechen unterdrückt. Da finden wir wieder ein paar Quellen, wo das drin steht, und dann fährt die Fußnote fort zu sagen, mit welcher Strenge man die Kanone,
die Kanones gegen Wucher auslegte, beweist ein Fall, dem die Universität Paris im Jahre 1490 entschied. Die theologische Fakultät war um ihre Meinung befragt worden über die Gültigkeit eines Vertrages, durch welchen eine gewisse Kirche eine jährliche Rente von 20 Livres, die aus gewissen Ländereien herrührte, für 300 Livres gekauft hatte, mit dem Rechte, das Kaufgeld nach zweimonatiger Kündigung zurückzufordern, in einem besonderen Übereinkommen war mit dem Landeigentümer, das Rückkaufsrecht für 9 Jahre zuerkannt worden. Es ist dies zweifellos ein Beispiel für die Mittel, die man anwandte, um dem Verbote der Zinszahlung zu entgehen und mit der Entwicklung von Handel und Gewerbe wohl häufig angewandt wurden. Der Vertrag bestand 26 Jahre lang, bevor er in Frage gezogen und der Universität zur Entscheidung vorgelegt wurde. Diese ernannte eine Kommission von 12 Doktoren der Theologie, welche den Gegenstand gründlich erörterte und mit 11 gegen 1 Stimme entschied, dass der Vertrag wucherisch sei und dass die jährlichen Bezahlungen als Teilzahlungen des Kaufgeldes angesehen werden müssten. Teilweise sind diese Fußnoten schon sehr interessant. Ihr könnt euch vorstellen, wie interessant der Anhang dann sein wird wahrscheinlich. Nun fährt der Autor fort auf Seite 537 und sagt, diese Missbräuche, die wir bis jetzt hier besprochen haben, dauerten bis zuletzt fort. Cornelius Agrippa erzählt uns, dass es bei den Inquisitoren Sitte wurde, Körperstrafen in Geldstrafen umzuwandeln und sogar jährliche Zahlungen als Preis für ihre Nachsicht zu fordern. Als er um das Jahr 1515 im Mailändischen weilte, entstand dort ein gewaltiger Aufruhr dadurch, dass die Inquisitoren von vornehmen Frauen heimlich große Summen erpresst hatten, bis die Gatten schließlich die Sache entdeckten und die Übeltäter froh sein mussten, mit dem Leben davonzukommen. Ich habe etwas länger bei dieser Seite der Inquisition verweilt, sagt der Autor, weil sie selten beachtet worden ist. Obgleich gerade sie fast unbegrenztes Elend und Leid erzeugte. Während der Scheiterhaufen vergleichsweise wenig Opfer verzehrte, konnten die Gräuel der überfüllten Gefängnisse kaum übertroffen werden. Und doch stehen sie zurück hinter all dem Leide und der Verzweiflung, welche die stets wachsame Gier der Inquisition hervorrief. Entschuldigung. Welche die stets wachsame Gier der Inquisition hervorrief, mochte sie die Reichen plündern oder den Armen die sauer verdienten Groschen abpressen, von denen die Familie leben musste. Nur in seltenen Fällen wagten die unglücklichen Opfer, eine Klage zu erheben. Und noch seltener kam es vor, dass eine solche Klage überhaupt gehört wurde. Aber es sind genügend Beispiele auf uns gekommen, die beweisen, was für eine Geißel die Inquisition schon allein in dieser Hinsicht für die ihr preisgegebenen Völker war. Die Wohlhabenden erkannten sehr bald, dass gegenüber denen, die eine solche Macht in den Händen hatten, eine rechtzeitige Freigebigkeit am ratsamsten sei. Im Jahre 1244 erhob das Dominikanerkapitel von Cahors seine warnende Stimme und befahl den Inquisitoren, ihren Brüdern die Annahme von Geschenken nicht zu gestatten, weil dadurch der, gute Ruf des ganzen Ordens geschädigt wurde oder würde. Aber diese Gewissenhaftigkeit verschwand mit der Zeit. Und selbst ein so hochstehender Charakter wie Emericus konnte sich mit der Behauptung versteigen, die Inquisitoren dürften mit Fug und Recht Geschenke annehmen. Allerdings müssten, wie er zögernd hinzufügt, solche aus der Hand derer, die vor Gericht ständen, außer in besonderen Fällen zurückgewiesen werden. Da die Inquisitoren nur der päpstlichen Kammer Rechenschaft ablegten, so hatten sie, wie man leicht erkennt, weder eine Untersuchung noch eine Anzeige zu fürchten. Also mit anderen Worten, sie hatten totale Handlungsfreiheit, weil keine Kontrolle kam. Und wie heißt das so schön? Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut, nicht wahr?
passt hier doch gut zu, ne? Da die Inquisitoren nur der päpstlichen Kammerrechenschaft ablegten, und das ist eine Rechenschaft, die sie sich dann natürlich selbst hingebogen hatten, wie sie wollen, wie man leicht erkennt, weder eine Untersuchung hatten sie weder, wie man leicht erkennt, weder eine Untersuchung noch eine Anzeige zu fürchten. Auch vor dem göttlichen Zorn brauchten sie keine Furcht zu haben. The fear of the Lord, ja, die Ehrfurcht oder die Angst vor dem Herrn ist der Beginn der Weisheit, so steht in Sprüche geschrieben. Da haben diese Inquisitoren keine Ahnung von, weil die Bibel haben sie niemals gelesen. Und vor dem göttlichen Zorn haben sie keine Ehrfurcht und deswegen werden sie seine volle Rache am Tag des Gerichts auch zu spüren bekommen. Auch vor dem göttlichen Zorn brauchten sie keine Furcht zu haben. Denn ihre Amtsbefugnisse sicherten ihnen ja vollständige Indulgenz für alle eingestandenen und bereuten Sünden zu. Auf diese Weise, im Diesseits wie im Jenseits sichergestellt, fühlten sie sich tatsächlich frei von jeder Fessel. Frei von jeder Fessel. Da fällt mir so ein, wehe, wenn sie losgelassen. Wenn man solche unehrlichen, antichristlichen Menschen auf, zwischen Anführungszeichen, ehrliches, armes Volk loslässt, das ist wie wenn man 2 Monate lang ausgehungerte Wölfe auf einmal in einen Hühnerstall freilässt. Es gab noch eine rein weltliche Buße, fährt der Autor fort, die trotzdem zur Kompetenz der Inquisition gehörte, nämlich die Bezeichnung von Häusern, welche durch Ketzerei befleckt waren und darum zerstört werden sollten. Der Nachweis des Ursprungs dieses seltsamen Gebrauchs ist nicht leicht zu führen. Nach dem römischen Rechte, ne, Corpus Juris, wurden Gebäude, in welchem Ketzer mit Zustimmung des Eigentümers ihre Konventikel abhielten, nicht zerstört, sondern der Kirche überwiesen. Wie habe ich gesagt, Vatican Billions, die Reichtümer des Vatikan, unter anderem kommt man da so zu, ja, dass hier die Gebäude, in denen Ketzer ihre Versammlungen abhielten, wenn man es so nennen will, die ganzen Häuser eben der Kirche überschrieben werden. Sobald jedoch die Ketzerei, fährt der Autor fort, eine furchterregende Form annahm, ward die Zerstörung derselben mit seltener Einmütigkeit von den weltlichen Herrschern befohlen. Die erste derartige Bestimmung, die mir begegnet ist, findet sich im Jahr 1166 in den Assisen von Clarendon, wo die Zerstörung aller Häuser, in denen Ketzer aufgenommen waren, anbefohlen wird. Das Beispiel fand Nachahmung durch Kaiser Heinrich VI. In dem Edikte von Prato 1194, durch Otto IV. 1210, durch Friedrich II. In dem Edikte von Ravenna 1232, und zwar als Zusatz zu dem Krönungsedikte von 1220, aus welchem es weggelassen worden war. Es war schon 1228 in das Gesetzbuch von Verona aufgenommen worden, für alle diejenigen Fälle, in welchen der Eigentümer nach seiner Benachrichtigungsfrist von 8 Tagen versäumte, ketzerische Mittel auszuweisen. Einige Jahre später findet es sich in den Gesetzesbüchern der Stadt Florenz sowie in den päpstlichen Bullen, welche das Prozessverfahren der Inquisition regeln. In Frankreich beschloss das Konzil von Toulouse 1229, dass jedes Haus, in welchem ein Ketzer angetroffen wurde, zerstört werden solle. Ein Beschluss, den Graf Raimund 1234 zu einem weltlichen Gesetz erhob. Natürlich bildete die Vorschrift auch einen regelmäßigen Bestandteil der Gesetzgebung der nachfolgenden Konzilien, die das Inquisitionsverfahren festsetzten, und sie wurde von Ludwig dem Heiligen angenommen. Kastilien scheint in der Tat das einzige Land zu sein, wo sie nicht beobachtet wurde. Unzweifelhaft deshalb, weil die Gesetzgebung dieses Landes sich direkt von dem römischen Rechte herleitete, denn nach den Partidas sollen Häuser, in denen Ketzern beherbergt worden waren, der Kirche überwiesen werden. Sonst wurden überall solche Wohnungen dem Erdboden gleichgemacht und der Platz, worauf sie gestanden hatten, verflucht.
Er wurde für immer zu einer Ablagerungsstätte für Schutt bestimmt und für ungeeignet zu menschlichen Wohnungen erklärt. Nur das Baumaterial konnte zu frommen Zwecken verwandt werden, sofern nicht der Inquisitor, der das Urteil fällte, die Verbrennung desselben befahl. Das Urteil selbst wurde dem Pfarrpriester zugestellt mit der Anweisung, es an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen während des Gottesdienstes bekannt zu machen. In Frankreich erhoben schließlich die königlichen Beamten, die mit den Konfiskationen, also den Beschlagnahmungen, beauftragt waren, Einspruch gegen eine derartige Vernichtung von Eigentum, die das Schloss des vornehmen Herrn ebenso wenig wie die Hütte des Bauern verschonte. Im Jahre 1329 bildete diese Frage einen der Punkte, für welche der Inquisitor von Carcassonne, Heinrich von Chamais, die Bestätigung Philipps von Valois erbat und erlangte, und in demselben Jahre hatte er die Genugtuung, in einem im September der abgehaltenen Auto die Zerstörung von vier Häusern und einem Landhaus anzuordnen. Also Auto ist hier die Abkürzung für Auto da fé, öffentliche Verbrennung. Ne? Im selben Jahre hatte er die Genugtuung, in einem im September abgehaltenen Auto da fé, also einer öffentlichen Verbrennung von lebenden Menschen, die Zerstörung von vier Häusern und einem Landhaus anzuordnen, deren Eigentümer in denselben auf ihrem Totenbette zu Ketzern gemacht worden waren. Etwa 50 Jahre später jedoch nahm ein denselben Gegenstand betreffender Streit zwischen den Vertretern des Königs und den Inquisitoren des Dauphiné einen anderen Ausgang. Nachdem Karl der Weise mit dem Papst Beratungen gepflogen hatte, verkündete er am 19. Oktober 1378, dass diese Strafe hinfort nicht mehr verhängt werden solle. Der unabhängige Geist Norddeutschlands machte sich in derselben Weise geltend. Schon im Sachsenspiegel findet sich ein ausdrückliches Verbot, dass Häuser nicht vernichtet werden dürfen, außer wenn Raub in ihnen begangen worden sei. In Italien, wo die Konfiskationen nicht dem Herrscher zugute kamen, dauerte der Gebrauch fort. Man ließ aber zu, dass, wenn der Eigentümer keine Kenntnis von dem mit seinem Hause gemachten Gebrauch habe, keine Kenntnis, Entschuldigung, er berechtigt sei, es zu behalten. Entschuldigung, hier war ich immer in der Reihe verrutscht. Also in Italien, wo die Konfiskation nicht dem Herrscher zugute kam, dauerte der Gebrauch fort. Man ließ aber zu, dass, wenn der Eigentümer keine Kenntnis von dem mit seinem Hause gemachten Gebrauche habe, er berechtigt sei, es zu behalten. Streitig war unter den Rechtsgelehrten die Frage, ob das Verbot, den Platz zu bebauen, eine ewige Dauer habe oder nicht. Die einen erklärten, dass, wenn ein Katholik ihn 40 Jahre lang ununterbrochen besessen habe, er wieder ein neues Haus darauf bauen dürfe. 40 Jahre. Die Zahl 4, 40, 400, Reinigung unter anderem, die Bedeutung davon in der Bibel. Könnt ihr euch mal über die Bedeutung von Zahlen in der Bibel informieren. Deswegen kommen wir hier auf die 40 Tage, 40 Jahre. Wir haben auch in der römisch-katholischen Kirche natürlich auch die 40 Tage Fasten, ne? Nach der Faschingszeit, die wir ja jetzt gerade hier am 24. Februar vorbei haben. Das ist auch wieder so ein babylonischer Brauch, ne? Ihr wisst ja, das Fasten, die 40 Tage Lent, wie das heißt, die wurden angeordnet damals von Semiramis, um dem Tode von Tammuz zu trauern, der ja umgekommen war. Und deswegen hat man eben diese 40 Tage Trauer und Fasten, wo man eben nicht essen darf. Später gab es dann in Deutschland dafür diese Butterbriefe, mit denen die Leute sich davon freikaufen konnten, dass sie in der Fastenzeit doch Butter aufs Brot schmieren konnten. Deswegen die Butterbriefe, mit denen man eben erlaubt war, Butter zu gebrauchen. Ihr seht, ich lese 40 Jahre und ich schweife schon wieder eine ganze Menge ab in weitere andere Geschichten. Aber trotzdem, es war interessant, da eben so drüber nachzusinnen über diese Dinge. Also, hier wird ganz klar gesagt, wenn ein Katholik 40 Jahre lang ununterbrochen das Haus besessen habe, dann dürfe er wieder ein neues Haus darauf bauen. Andere dagegen bestritten genau diese Meinung, indem sie lehrten, durch das Urteil der Inquisition sei eine ewige und unverjährbare Servitut geschaffen worden.
Im Lauf der Zeit maßten sich übrigens die Inquisitoren das Recht an, die Erlaubnis zur Bebauung des verbotenen Terrains zu erteilen. Sie übten dieses Recht zweifellos zu ihrem eigenen Vorteil aus, ohne freilich eine Autorität dafür geltend machen zu können. Außer, füge ich hinzu, ihre eigene Autorität. Ne? Noch so auf eine andere weltliche Strafe mag hingewiesen werden. Zum Beweise dafür, also Entschuldigung, noch so, noch auf eine andere weltliche Strafe mag hingewiesen werden. Zum Beweise dafür, wie unumschränkt die Macht der Inquisitoren auf die Auferlegung von Strafen war. Als sich im Jahre 1321 die Stadt Cordes, die lange Zeit gegen ihren Bischof und Inquisitor ungehorsam gewesen war, demütig unterwarf, bestimmten Bernard Guidonis und Johann von Bohn als Buße für die Gemeinde, dass sie zu Ehren des heiligen Peters des Märtyrers, der heiligen Cäcilie, des heiligen Ludwig und des heiligen Dominikus eine Kapelle in vorgeschriebener Größe baue, mit den aus Stein und Holz gefertigten, über dem Altare angebrachten Statuen der Heiligen. Und um die Demütigung der Stadt vollständig zu machen, sollte das Portal geschmückt werden mit den Statuen des Bischofs und der beiden Inquisitoren. Der ganze Bau sollte innerhalb zweier Jahre vollendet werden, bei Strafe von 500 Pfund Turnosen, einer Buße, die bei einer weiteren Zögerung von 2 Jahren verdoppelt werden sollte. Zweifellos bauten die Bewohner von Cordes die Kapelle ohne Verzug, zögerten aber mit der geforderten Verherrlichung ihrer Bedrücker. Denn 27 Jahre später, im Jahre 1348, wurden die städtischen Behörden vor die Inquisition von Toulouse geladen und mussten sich verpflichten, das Portal sogleich vollenden und die Statuen der Inquisitoren errichten zu lassen. Die strengste Buße, die der Inquisitor auferlegen konnte, war die Einkerkerung. Nach der Theorie der Inquisition war sie in Wirklichkeit keine Strafe, sondern ein Mittel, durch welches der Büßer bei dem Brote des Elends und dem Wasser der Trübsal von Gott Verzeihung seiner Sünden erlangen konnte, während man ihn gleichzeitig durch scharfe Bewachung auf dem rechten Pfade hielt und zur Beseitigung einer Ansteckungsgefahr von dem übrigen Teil der Herde trennte. Hier geht es jetzt bei der Ansteckungsgefahr nicht um irgendwelche erfundenen Viren, sondern hier geht es um geistige Ansteckung, weshalb man ihn von den anderen Schafen abhält, ne? Also Einzelhaft, würde ich mal sagen. Natürlich wurde diese Buße nur bei Bekehrten angewandt. Der trotzige Ketzer dagegen, der im Ungehorsam verharrte und sich hartnäckig weigerte, seine Ketzerei einzugestehen und seine Unschuld beteuerte, konnte zur Buße nicht zugelassen, sondern musste dem weltlichen Arme überliefert werden. Die Bulle Excommunicamus, die Antichrist Gregor IX. 1229 erließ, bestimmt, dass alle diejenigen, welche sich nach der Verhaftung aus Furcht vor dem Tode zum wahren Glauben bekehren würden, lebenslänglich eingekerkert werden und auf diese Weise die gebührende Buße vollbringen sollten. Das Konzil von Toulouse traf fast gleichzeitig dieselbe Bestimmung und ließ dabei seine Meinung über den wahren Wert der unfreiwilligen Bekehrung deutlich erkennen, indem Zusätze, die Bekehrten müssten daran gehindert werden, andere zu verderben. Das Dekret von Ravenna, welches Friedrich II. 1232 erließ, übernahm dieselbe Vorschrift und gab ihr gesetzliche Kraft. Im Jahre 1234 machte das Konzil von Arles auf die beständigen Rückfälle derjenigen aufmerksam, die mit Gewalt bekehrt worden seien, und befahl den Bischöfen, in allen solchen Fällen die Buße ewiger Gefangenschaft streng durchzusetzen. Bis dahin wurden auch die Rückfälligen noch nicht als hoffnungslos angesehen und dem weltlichen Arme überliefert oder zwischen Anführungszeichen überlassen, sondern gleichfalls auf Lebenszeit eingekerkert. Hier gehen wir auch noch mal kurz in eine Fußnote.
in der steht: Die Bulle Gregors, also Antichrist Gregors des 10., des 9., den wir gerade besprochen haben, die Bulle Gregors, welche in das kanonische Recht aufgenommen ist, das ist ja eben so, dass jede Bulle, die ein Papst veröffentlicht, gleich in das römische Recht aufgenommen wird, in das kanonische Recht aufgenommen wird und damit unabänderlich oder unveränderlich ist. Von daher merkwürdig, dass manche Bullen sich widersprechen. Als berühmtes Beispiel hole ich mal an die Bulle Dominus ac Redemptor Nostra, die von Papst Clemens dem 14. verkündet wurde zum Verbot der Jesuiten im 18. Jahrhundert, aber dann durch Pius den 7. 1814 durch seine Bulle, wo mir jetzt eben der Name entgleitet, womit er die Jesuiten wieder in Arbeit gestellt hat, im Grunde die andere Bulle nichtig macht. Hier spricht römisches Recht einander gegen. Wieder ein Beispiel, wie in der letzten Sendung bereits gesagt, wo Martin Luther damals sagte, dass Konzilien sich widersprochen haben, dass Päpste sich widersprochen haben, dass sie sich sogar in schriftlichen Beweisstücken, wie eben päpstlichen Bullen, sogar darin widersprechen. Es ist ein Lügenhaus von Beginn bis Ende, die ganze römische Kirche. Ja? Aber gut, fahren wir fort. In der Fußnote schreibt der Autor also, die Bulle Antichrist Gregors des 9., welche in das kanonische Recht aufgenommen ist, bestimmt ewige Gefangenschaft für diejenigen, qui redir noluerint. Qui redir noluerint, also welche redire widersagen, dass sie widersprechen. So ungefähr verstehe ich das jetzt hier. Ich weiß nicht mal, welche Sprache das ist, teilweise wohl Französisch. Ja? Das ist aber offenbar ein Lapsus für voluerint. Noluerint hatten wir gerade besprochen und voluerint. Da im vorhergehenden Teile ausdrücklich bestimmt wird, dass die hartnäckigen Ketzer dem weltlichen Arme ausgeliefert werden sollten. Außerdem erklärt das bald darauf von Friedrich dem II. Erlassene Dekret von Ravenna, welches gleichfalls für Bekehrte lebenslängliche Gefangenschaft vorschreibt, ausdrücklich, dass dies in Übereinstimmung mit den kanonischen Gesetzen geschehe. So, jetzt muss ich mal eine kurze Pause machen, weil ich möchte mal kurz sehen, ob ich hier den Satz qui redir noluerint übersetzen kann und verstehen kann, was der Unterschied zwischen noluerint und voluerint ist. Wobei voluerint ja irgendwas von freiwillig fast schon im Namen trägt, aber ich schau mal und dann geht's gleich weiter. So, ich habe mir das mal kurz, na, kleiner technischer Fehler, ich habe mir das mal kurz angeguckt im Übersetzer, ist, wie ich bereits gesagt hatte, das erste qui redir noluerint, der nicht zurückkehren wollte oder der nicht zurückziehen wollte, der nicht seine Meinung zurückziehen wollte, der sich nicht bekehren wollte und der voluerint, der das wohl wollte. Also es geht hier um Leute, ne, das vom kanonischen Recht ausgenommen sind, bestimmt ewige Gefangenschaft für diejenigen, die nicht zurücknehmen wollten, also nicht bekennen wollten, im Gegensatz zu. Das ist aber offenbar ein Lapsus für voluerint, die im vorhergehenden Teile ausdrücklich bestimmt wird. Also, wenn die freiwillig zurückkehren wollen. Also mit anderen Worten, die Bulle Gregors, welche in das kanonische Recht aufgenommen ist, bestimmt ewige Gefangenschaft für diejenigen, die nicht bekennen wollen. Und dann fährt die Nose fort und sagt, das ist aber offenbar ein Lapsus für voluerint, die bekennen wollen. Da im vorhergehenden Teile ausdrücklich bestimmt wird, dass die hartnäckigen Ketzer dem weltlichen Arme ausgeliefert werden sollen. So, jetzt haben wir die Fußnote zumindest einigermaßen verstanden. Wir gehen auf die nächste Seite, da fährt der Autor fort und es geht jetzt hier auch um die Gefängnisstrafen. Wie ihr bereits ja bemerkt habt, also wir haben die Einkerkerung, haben wir jetzt gerade eben gesehen. Jetzt geht es um die Gefängnisstrafen. Das hatten wir natürlich davor bei Bestechung, Erpressung und Zerstörung der Ketzerhäuser verlassen und beschäftigen uns jetzt mit den nächsten Untertiteln. In diesem Fall jetzt hier die Gefängnisstrafe neben der Einkerkerung.
Als daher die Inquisition, fährt der Autor fort, ihr Wirken begann, fand sie diese Regel schon vor und wandte sie ihn fort mit derselben erbarmungslosen Energie an, die sie in allen ihren Amtshandlungen bekundete. Sie, also die Inquisition, stellte die Einkerkerung als eine besondere Gnade hin für diejenigen, welche alle Ansprüche auf menschliches Mitleid verwirkt hätten. Ausnahmen dürften nicht gemacht werden. Im Jahre 1244 erklärte das Konzil von Narbonne ausdrücklich, dass, wenn nicht eine besondere Gnade von dem Heiligen Stuhle erwirkt werden könne, der Mann nicht wegen seiner Frau, die Frau nicht wegen ihres Mannes und die Eltern nicht mit Rücksicht auf ihre hilflosen Kinder geschont werden dürften, dass weder Krankheit noch Alter einen Anspruch auf Milderung der Einkerkerung ergeben sollte. Jeder, der nicht innerhalb der Gnadenfrist erscheine, um zu bekennen, dass seine Mitschuldigen anzugeben, solle dieser Strafe unterliegen, und zwar für Lebenszeit. Bei der großen Verbreitung der Ketzerei in Languedoc und dem durch die Tätigkeit der Inquisitoren eingeflößten Schrecken war die Zahl derer, welche die festgesetzte Zeit hatten verstreichen lassen und nun um Versöhnung baten, so groß, dass die Bischöfe erklärten, es fehlten ihnen nicht nur die Mittel zum Unterhalte solcher Scharen von Gefangenen, sondern es sei auch unmöglich, Steine und Mörtel genug zu finden, um Gefängnisse für dieselben zu bauen. Daher wurden die Inquisitoren angewiesen, die Einkerkerung aufzuschieben, bis der Wille des Papstes bekannt sei, wofern man nicht Unbußfertigkeit, Rückfall oder Flucht zu befürchten habe. Augenscheinlich war Antichrist Innozenz IV. Nicht zur Milde geneigt, denn im Jahre 1246 befahl das Konzil von Béziers in strengen Worten die Einkerkerung aller derjenigen, welche die Gnadenfrist hätten verstreichen lassen, gestattete aber zugleich eine Umwandlung dieser Strafe, falls sie offenbar Todesgefahr für Eltern oder Kinder mit sich bringen würde. So wurde die Einkerkerung eine gewöhnliche Strafe, ausgenommen für hartnäckige Ketzer, die verbrannt wurden. In einem einzigen am 19. Februar 1237 zu Toulouse gefällten Urteile werden etwa 20 bis 30 Büßer verurteilt und genötigt, sich selbst in ein Haus einzusperren, bis das Gefängnis gebaut werden könnte. In einem Fragment des Urteilsregisters der Inquisition von Toulouse aus den Jahren 1246 bis 1248, das 192 Fälle umfasst, lautet das Urteil ohne Unterschied auf Einkerkerung, außer bei 43 böswilligerweise Ferngebliebenen. Von den Eingekerkerten mussten 127 lebenslänglich, 6 10 Jahre und 16 auf unbestimmte Zeit, je nach dem Ermessen der Kirche, büßen. Augenscheinlich fand der Befehl des Konzils von Narbonne, welches nur lebenslängliche Gefangenschaft vorschrieb, nicht allgemein Gehorsam. Überhaupt trat in späterer Zeit eine Milderung ein, denn nicht alle Inquisitoren waren so grausam wie Bernhard von Krux, der damals das heilige Offizium in Toulouse verwaltete. Aber bis zuletzt blieb lebenslängliche Gefangenschaft die Hauptstrafe, die man Büßern auferlegte, obgleich die Dekrete Friedrichs II. Und die Kanones der Konzilien von Toulouse und Narbonne als nicht als anwendbar erachtet wurden auf diejenigen, welche nach der Verhaftung, Zitat, von ganzem Herzen, Ende Zitat, Abschwörung leisteten. Ja, und jetzt kommen wir hier über zu der Gefängnisstrafe und gehen da noch ein wenig weiter. In den uns erhaltenen Urteilen der späteren Zeit ist oft nicht recht ersichtlich, weshalb der eine Gefangene eingekerkert und der andere nur zum Kreuztragen verurteilt wird. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, wo sie die Kreuze auf der Kleidung tragen, vorne, rechts und links und teilweise auch hinten. Während doch die bei einem jedem von ihnen aufgezählten Vergehen anscheinend dieselben sind. Der aus den Akten nicht erkennbare Grund zu einer solchen Unterscheidung war höchstwahrscheinlich der,
dass zwar beide sich bekehrt hatten, dass aber dem einen diese Bekehrung, dessen Bekehrung herzlicher und freiwilliger zu sein schien, ein Anspruch auf leichtere Strafe zuerkannt wurde, während eine härtere und dann auferlegt wurde, wenn die Bekehrung erzwungen oder eine Folge der Furcht zu sein schien. Wie erbarmungslos jedoch ein Mann wie Bernard Guidonis, der doch zu der besseren Klasse von Inquisitoren gehörte, die strengeren Vorschriften des Gesetzes durchführte, sieht man aus dem Fall des Peter Raimond Dominik. Dieser war im Jahre 1309 vorgeladen worden, war aber geflohen und exkommuniziert und im Jahre 1315 als halsstarriger Ketzer verurteilt worden. Im Jahre 1321 stellte er sich freiwillig auf das Versprechen hin, dass sein Leben geschont werden solle. Ja, auf diesen Trick von wegen, das Leben wird geschont und du kriegst freies Geleit, ist Jan Hus auch reingefallen, ne? 100 Jahre später. Lesen wir mal, wie es dem Peter Raimond Dominik hier ergeht. Im Jahre 1321 stellte er sich freiwillig auf das Versprechen hin, dass sein Leben geschont werden solle. Seine Ketzereien waren nicht schwer gewesen und zur Entschuldigung für seine Flucht wies er auf seine Frau und seine 7 Kinder hin, die ohne seinen Arbeitsverdienst vor Hunger umgekommen sein würden. Trotzdem wurde er auf Lebenszeit eingekerkert. Selbst der finstere Bernard von Caux war nicht immer so erbarmungslos. Im Jahre 1246 verurteilte er den Bernard Sabatier, einen rückfälligen Ketzer, zu ewiger Einkerkerung, gestattete aber, dass er, da sein Vater ein guter Katholik und alt und krank sei, bei demselben bleiben und ihn bis an sein Lebensende pflegen und inzwischen Kreuze tragen solle. Es gab 2 Arten von Einkerkerung, die mildere, Murus largus, und die härtere, Murus strictus oder durus oder Murus arctus. Beide nur jedoch bei Wasser und Brot. Der Vorschrift gemäß bestand die Einkerkerung in Einzelhaft. Verkehr der Eingekerkerten ließ man nicht zu, um zu verhindern, dass sie selbst verdorben würden oder andere verdürben. Die Infizierung, wo wir gerade eben noch drüber gesprochen hatten. Doch konnte diese letztere Vorschrift augenscheinlich nicht strenge durchgeführt werden. Denn um das Jahr 1306 bezeichnet Gottfried von Ablis die Besuche, welche Geistliche und Laien beiderlei Geschlechts bei den Gefangenen machen durften, als Missbrauch. Dem Gatten und seiner Ehefrau wurden jedoch gegenseitige Besuche gestattet, sei es, dass nur einer von ihnen oder beide eingekerkert waren. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts erlaubte Eimericus, dass es eifrigen Katholiken gestattet werden dürfe, Gefangene zu besuchen, doch sollten Frauen und einfache Leute, die leicht verdorben werden könnten, von diesen Besuchen ausgeschlossen sein. Denn, fügt er hinzu, bekehrte Gefangene werden leicht wieder rückfällig und stecken andere an und enden gewöhnlich mit dem Scheiterhaufen. Den der milderen Form oder dem Murus largus unterworfenen Gefangenen wurde, offenbar, wenn sie sich gut führten, erlaubt, sich auf den Korridoren körperliche Bewegung zu verschaffen, wobei sie zuweilen Gelegenheit hatten, miteinander und mit der Außenwelt zu verkehren. Auf Befehl der Kardinäle, die das Gefängnis von Carcassonne untersuchten und Maßregeln zur Erleichterung seiner Härten strafen, wurde dieses Vorrecht den Alten und Schwachen eingeräumt. Bei der härteren Einschließung dagegen oder dem Murus strictus wurde der Gefangene in die kleinste, dunkelste und ungesundeste Zelle geworfen, mit Ketten an den Füßen, bisweilen auch an die Wand gekettet. Diese Strafe wurde denen auferlegt, deren Vergehen schwere gewesen waren oder die meineidig geworden waren dadurch, dass sie ein unvollständiges Geständnis abgelegt hatten. Selbstverständlich war dies alles vollständig dem freien Ermessen des Inquisitors überlassen. Im Jahre 1328 wurde ein Ketzer, der sich schwerer Meineide schuldig gemacht hatte, mit
Murus strictissimus bestraft. Also wir hatten Murus strictus besprochen als harte Strafe und hier haben wir Murus strictissimus mit Ketten an Händen und Füßen. Waren die Schuldigen Mitglieder eines religiösen Ordens, so wurde zur Vermeidung eines ärgniserregenden Aufsehens das Verfahren gewöhnlich im Geheimen abgehalten. Die Einkerkerung musste alsdann in einem Kloster ihres Ordens erfolgen. Doch war diese letztere Maßregel meistens kein großer Gewinn für das Opfer, da die Klöster gewöhnlich mit Zellen zur Bestrafung von Übeltätern versehen waren. So wurde die Nonne Johanna von Lespinasse, die Witwe von B. de la Tour, die sich an der Ketzerei der Katharer und Waldenser beteiligt und in ihrem Geständnisse falsche Angaben gemacht hatte, im Jahre 1246 zur Einschließung in eine gesicherte Zelle ihres eigenen Klosters verurteilt, wo niemand eintreten oder sie sehen durfte und wo die Nahrung nur durch eine zu diesem Zwecke angebrachte Öffnung hineingeschoben wurde. Das war das lebendige Grab, das bekannt war unter dem Namen In Pace. Und hier gehen wir auch noch mal kurz in eine für heute die Sendung abschließende Fußnote. Nach Vernennung der Quellen schreibt der Autor hier, dass unter dem Namen In Pace oder Vade in Pacem, also In Pace heißt in Frieden und Vade in Pacem heißt gehe in Frieden, das übersetze ich jetzt mal so aus meiner eigenen Kenntnis, ist glaube ich richtig, das unter dem Namen In Pace oder Vade in Pace bekannte System der klösterlichen Einschließung war ein derartig grausames, dass die demselben Unterworfenen alsbald mit allen Schrecken der Verzweiflung ein Ende fanden. Im Jahre 1350 wandte sich der Erzbischof von Toulouse an den König Johann, um eine Milderung dieses barbarischen Gräuels herbeizuführen. Der König erließ infolgedessen eine Ordonnanz, wonach der Obere des Klosters zweimal monatlich den Gefangenen besuchen und trösten sollte. Selbst diese unbedeutende Neuerung fand heftigen Widerstand bei den Dominikanern und Franziskanern, die, wenn auch vergebens, sich sogar an Antichrist Clemens VI. Wandten. Das englische Gesetz jener Zeit verbietet den abscheulichen Missbrauch, den Gefangenen in Ketten zu halten. In England waren sie also ein wenig milder. Murus strictissimus, wie wir gerade eben gelesen hatten. Einzelzelle, feucht, nass, voll Erregern, wahrscheinlich Ratten, ohne Besuch, Essen nur durch eine Lade zugeschoben bekommen und gekettet an die Wand, an Händen und Füßen. Das sind nicht gerade menschliche Zustände, möchte ich behaupten. Und ich möchte weitergehen und behaupten, dass wir solche Zustände heute in bestimmten Gefängnissen wahrscheinlich immer noch haben. Nicht in normalen Strafgefängnissen, aber in Inquisitionsgefängnissen, wenn wir uns mal an Irak und zum Beispiel Abu Ghraib erinnern und ähnliche, wahrscheinlich minder bekannte, wenn überhaupt an die Öffentlichkeit gelangte Fälle, wie dort. Hierbei möchte ich es für heute, für die 46. Lesung belassen, über die Arten der Gefängnisstrafen. Nächstes Mal sprechen wir über die Einrichtung des Gefängnisses, die Unterhalt des Gefängnisses, die Behandlung der Gefangenen, und eventuell auch noch über das Schicksal der Gefangenen. Und vielleicht bekommen wir irgendwann auch mal zur Urteilsmilderung. Ja, die römisch-katholische Kirche, die sich hier anmaßt, Gott zu spielen, auf eine Art und Weise und eine Grausamkeit, die Gott niemals an den Tag gelegt hat. Deswegen steht im Neuen Testament geschrieben, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und an ihren Früchten erkennen wir doch ganz deutlich, dass die römisch-katholische Kirche niemals das Christentum sein kann, das unser Herr Jesus Christus auf dieser Erde gepredigt hat. Wenn wir das Christentum kennenlernen wollen, dann müssen wir was tun? Genau, die Bibel lesen. Deswegen bitte, bis zum nächsten Mal, lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.
O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gesticht. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen. Darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der dir ein Völkchen Tröster heißt. Ins Herz will er's uns schreiben, dass wir in Christus bleiben, all Sünd und Last vermeiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, dass Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr, und ewig wird sein Name, sein Sohn wir uns nicht schamen, der helft uns ewig. Amen.